son, don't need a gun to get respect up on the street. I am the one, the way your son, don't need a gun to get respect up on the street. I am the one, the way your son, don't need a gun to get respect. I am the one, the way your son, don't need a gun to get respect up on the street. Ja gut. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen heute mal ein paar 101s auf Kyoto, weil ich mir dachte, okay, lange nicht mehr auf Kyoto gewesen, kann man mal wieder spielen, so. Und wie ihr gerade schon gesehen habt, ich habe mir die Dab Mod gedownloadet, so nachdem ich Kyoto's Video gesehen habe. Dachte ich mir so direkt, okay, jetzt musst du dir die downloaden. Hab so direkt meinen Mates Bescheid gesagt, ja, komm, holt ihr euch. Weil das ist einfach so witzig, wenn andere Leute diese Dab-Mod haben und ihr einfach siehst in den Runden, wie sie dabben können. Keine Ahnung, ich feiere das so hart. Ja, Leute, ich dachte mir heute im Video, so, ich wollte eigentlich kein Video machen, so, außer bis zum nächsten Video, wo dann das FAQ sein sollte. Und ich dachte mir so, ein Community-Eintrag sieht nicht jeder. Und deswegen mache ich jetzt einfach dieses Video, damit ihr wisst, Leute, stellt mir mit Hashtag Rallys Fragen unter dieses Video ein paar Fragen, die ihr schon mal wissen wolltet von mir, was auch immer. So, weil ich will nicht viele Fragen unbedingt haben. Ich will einfach kuriose Fragen, so kreative Fragen, wo man sich nicht so denkt, okay, warum sollte ich die jetzt stellen? Sowas will ich eher haben. Weil, keine Ahnung, ich feiere sowas mehr, auch als Zuschauer würde ich es mehr enjoyen, wenn der YouTuber, den ich mag, sowas beantworten würde, anstatt solche normale Fragen, wie alt bist du, was machst du, was machst du so in deiner Freizeit, was für Hobbys oder so. Sowas mag ich persönlich dann generell nicht so doll. Und daher finde ich generell so kreative Fragen eher besser. Und ich meine so, wenn ich euch in einem Video frage, denke ich mal, sehen das mehr kreative Köpfe, als wenn ich euch nur in einem Community-Eintrag frage. Und ja, daher dachte ich mir, mache ich dieses Video und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Diese Mod ist. Diese Mod ist doch so geil. Ohne Witz, jetzt ich liebe diese Mod. Und damit, ja, sind wir schon in der nächsten Runde. Keine Ahnung, ich weiß nicht warum, aber ich feiere einfach diese Animation so hart. Keine Ahnung, ich liebe das einfach. Ich verlinke euch die Mod direkt im ersten Link unten in der Beschreibung. Würde mich freuen, wenn ihr damit spielt, weil, keine Ahnung, vor allem wenn es dann so Randoms in den Runden haben. Ist es nochmal um einiges witziger, als wenn du das bei irgendeinem Mate von dir siehst. Wirklich, ich finde das dann so viel, viel witziger. Ja, ich hoffe mal, ich bekomme den Gegner jetzt. Ich habe jetzt wieder kein zweites Thema am Start, leider so. Nur, ja, ich will halt jetzt wieder so ein bisschen weniger Bed Wars Videos bringen, beziehungsweise Bed Wars an sich schon in Content. Nur ab und zu mal zwischendurch ein anderes Video vielleicht, weil eine Kamerarundfahrt, eine geile, darauf habe ich zurzeit irgendwie mehr Bock, daher auch diese inaktiven Videos, weil ich meine eigenen Videos selbst so nicht mehr feiere, sie nicht mehr so richtig geil finde. Und daher dachte ich mir, okay, wenn ich sie selber nicht mehr mag, dann müssen jetzt mal irgendwelche anderen Videos her, die mir dann noch selber gefallen. Sound resume. Sound muted. Ja! Und damit sind wir in der nächsten Runde nach einer kleinen Essenspause. Ja, ich war gerade kurz essen. Wieder frisch getankt. Hier jetzt wieder am Start. Wow. Und ja, Leute, das Ding ist, ich will jetzt, wie gesagt, vor allem mit Kamerarundfahrten arbeiten, da ich sowas selber auch am meisten enjoye und auch eher wieder auf die Clips setzen von den Bed Wars Inhalten her, da mir diese Commentary Sense kein richtig geiles Thema ist, wo es sich wirklich lohnt, drüber zu reden, es sich meiner Meinung nach einfach nicht mehr spannend machen lässt, so, es ist einfach nicht mehr
geil, meiner Meinung nach, dass es sich lohnt, solche Videos zu machen. Weil schließlich so ein Bad Wars Commentary und der hackt LOL. Digga! Ja, gut. Nicer wie du so auf jeden Fall, sieht man gar nicht, Mann. Er fliegt einfach die ganze Zeit über hoch, ja, moin. Geiler Hacker an der Stelle auf jeden Fall. Er fliegt einfach durchgehend nach oben, juckt ihn gar nicht, Alter. Und ja, ich finde Bad Wars auch, es ist nicht mal lohnenswert von einem Commentary her, es sich auch als Zuschauer anzugucken. Es werden jetzt etwas mehr aufwendigere Videos kommen, eher wie gesagt Clip gehalten und ja, der Typ hackt und ich habe keinen Bock gegen den Anti, kann man das sagen, Anti-Knockback, er bekommt ja Knockback so, nur ich habe keinen Bock gegen den Typen, der, okay, hochfliegt und mir absolute Range-Shits gibt, zu spielen. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde. Ich würde da jetzt in der Runde hier wieder von irgendeiner spannenden Story irgendwas erzählen. Nur irgendwie ist in den letzten Tagen, wo keine Videos kamen, in meinem scheiß Leben einfach gar nichts passiert. Außer, dass ich mir die Dämmung geholt habe. Diese Mod ist einfach göttlich, göttlich, göttlich. Ich liebe sie. Und ja, sonst ist einfach nichts geschehen so. Nein! Der Moment, wenn du den einfachsten Block MLG einfach komplett failst. Ach so, absolut, ne, Leute, es haben sich in den Kommentaren jetzt in der letzten Zeit viele Wash gewünscht. Und ich werde mal, wenn ich das nächste Mal in Abuse-Laune bin und richtig Bock habe, auf CBS zu sweaten, werde ich mal eine Runde Wash in Gameplay oder vielleicht ein Commentary aufnehmen. Nur dann könnt ihr euch schon mal an diesen durchgehenden Sound gewöhnen, worauf ich gar nicht Lust habe, weil ich es immer noch am störendsten finde, diese Kack Sounds von meiner Tastatur etc. Mir gefällt es immer selber absolut nicht, wenn ich Videos kacke. Wenn ich Videos kacke? Wenn ich Videos cutte. Habe ich gerade. Nein. Wenn ich Videos cutte, sorry an der Stelle. Dann gefallen mir selbst diese scheiß Sounds von der Tastatur einfach, die gefallen mir selbst einfach gar nicht, so absolut null. Und ja, keine Ahnung, ich wünsche mir immer noch das Soundboard, nur kann ich den Typen spielen? Nee. Okay, das war ein sehr schlechter Move von mir! Flieg. Nein! Da hat er mich noch bekommen. Naja, schade. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst doch gerne mal eine Bewertung da. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Dab! Bam! Ich liebe dieses Mod. Naja, ciao.